So, meine Freunde, willkommen zu einem kleinen Informationsvideo meinerseits vom lieben Regi. Und heute, wollte ich euch einfach nur mal informieren, dass ich im Urlaub bin. Tschüss. Nee, natürlich nicht. Kurz und schmerzlos, gerne, aber nicht heute. Ich wollte euch, wie gesagt, einfach nur sagen, ich bin ab morgen, wie gesagt, im Urlaub. Also morgen früh geht mein Flieger. Bin dann ungefähr bis zum 24. August weg. Das heißt also, in der Zeit wird es erstmal auf jeden Fall keine Streams mehr geben. Heute Abend gibt es noch einen Stream. Ich sag mal, das ist der Goodbye Deutschland Stream, den ich auch schon letztes Jahr gemacht habe, aber den gibt es dann halt nochmal. Pokémon Training Card Game Online. Ich bin dann auch nicht alleine da, sondern mein Freund David, ja, mit dem ich auch morgen hinfliegen werde. Und das wird super cool. Ja, schaltet auf jeden Fall nochmal ein, wenn ihr dabei sein wollt. Wird halt, wie gesagt, der letzte Stream. Und deswegen bestimmt auch ein bisschen emotionaler. Für zwei Wochen sehe ich euch dann ja nicht. Und ja, wie gesagt, wenn ihr informiert werden wollt, was ich da in den Staaten so mache, weil ich mache da, wie gesagt, Urlaub und ich mache an der Pokémon-Weltmeisterschaft mit. Könnt ihr mir auch gerne auf Twitter folgen, dort werde ich regelmäßig Updates posten, auch wenn ich vielleicht mal on Stream zu sehen bin. Das wäre mein großer Traum, bei einer Weltmeisterschaft on Stream zu sein. Wir werden es sehen, ne? Und ja, ihr könnt auf jeden Fall dabei sein. Ich werde, glaube ich, auch versuchen, die Streams immer zu hosten. Das heißt also, die könnt ihr auch dann vom Regi137-Kanal, von meinem Twitch-Kanal also auch sehen. Und ja, genau, das war es eigentlich dazu. Ich komme, wie gesagt, am 24. bin ich wieder in Deutschland diesen Monat. Ich weiß aber nicht, ob ich dann auch direkt wieder hier zu Hause in Düsseldorf bin. Könnte nämlich sein, dass ich vielleicht einen Tag später komme, ich weiß es nicht. Ja, wenn ich dann wieder da bin, gibt es dann natürlich auch erstmal wieder ein Video. Ankündigungsvideo. Und ursprünglich sollte heute das Ich sammle eure Eier Video zu der Egglock geben. Das Problem ist aber, ich habe gemerkt, ich habe noch nie eine Egglock gemacht, ja, und da habe ich so gemerkt, ja, was musst du für eine Egglock machen, dies, das, und eigentlich könnte ich das machen, aber ich weiß, dass viele von euch damit dann Probleme bekommen werden, weil das viele von euch nicht, bis jetzt noch nicht gemacht haben. Man muss dann nämlich ein paar Pokémon, man muss in dieses Pokémon-Bearbeitungsprogramm und so weiter gehen, um diese Eier zu erstellen, und da wollte ich dann doch lieber mal ein Tutorial zu machen, weil, naja, ich möchte Fehler vermeiden, weil Fehler, es ist meine erste Egglock, ne, auf diesem Kanal, und vielleicht für auch andere die erste Egglock von euch, ne? Und da soll es natürlich fehlerfrei laufen, wäre ich auf jeden Fall sehr der Fan von. Oder größtenteils fehlerfrei. Und deswegen gibt es das erst, wenn ich dann wieder da bin. Und ja, die Egglock geht dann wahrscheinlich kurz darauf dann los, wenn ich wieder da bin. Ich meine, da habe ich auch noch ein bisschen Zeit, mich auszuruhen. Und dann passt das schon, weil Jetlag und so weiter gibt es dann ja immer wieder. Und dann schauen wir mal weiter. Ansonsten gibt es einen Vlog, ja, von meiner Zeit dort. Ich freue mich schon, Kamera ist eingepackt. Alle Daten sind da erstmal schön von gelöscht. Und ich freue mich dann auf jeden Fall auf, ja, eine schöne Zeit dort, ne, mit einem schönen Vlog, der dann natürlich auch dann kommen wird. Ich lasse mir immer ein bisschen Zeit mit den Vlogs, aber man merkt schon, das ist ein Fortschritt zu erkennen, ja. Also die kommen dann auf jeden Fall kurz darauf und nicht dann irgendwie ein, zwei Monate darauf. Und ja, wird es dann auf jeden Fall geben. Ich freue mich drauf, wird lustig. Ich reise nämlich dieses Mal mit, ich glaube, es sind 8 Mitreisenden, unter anderem auch Leute, die ihr kennt. Es wird auf jeden Fall total lustig, ich freue mich drauf. Ja, und das war es eigentlich so größtenteils zum Urlaub. Und ich wollte mich an dieser Stelle ansonsten noch einfach mal persönlich auch, damit ihr mich seht, von euch verabschieden für zwei Wochen. Ne? Neo X wird trotzdem kommen, ja, also selbst nach dem Video wird Neo X kommen. Ich habe Neo X heute fertig aufgenommen. Ich lasse die Videos gerade bearbeiten, rendern. Und ja, das heißt, ihr könnt euch trotzdem noch bis zum Ende von Neo X auf täglich Videos freuen. Ne? Und ansonsten kann ich ja wirklich einfach nur sagen, Leute, passt auf euch auf. Ich wünsche euch eine schöne Zeit ohne mich. Wenn ich dann wieder da bin, wird richtig durchgezogen, weil dann gibt es Infos on point. Ich habe da einiges vor. Und ja, wie gesagt, passt einfach auf euch auf. Ja, drückt mir, wenn es geht, die Daumen. Twitter-Link ist in der Beschreibung, wenn ihr regelmäßig Updates bekommen wollt, was ich da gerade so mache, weil wir haben einiges geplant. Ja, Disneyland, Universal Studios, Walk of Fame. Oh, das wird gut. Ich freue mich da tierisch darauf. Und ja. Gibt es noch irgendwas, was ich euch sagen wollte? Eigentlich nicht, aber ich kann euch wirklich nur sagen, danke für dieses wunderschöne Jahr. Ich sag jetzt mal, wir haben so eine Jahressaison abgeschlossen. Dieses Jahr war wirklich fantastisch. Gerade zum Ende hin haben wir super, 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 super krasse Fortschritte gemacht und erleben gerade die beste Zeit überhaupt auf diesem Kanal. Und ich hoffe, es geht so weiter. Ich hoffe, es geht so weiter. Wenn ich dann wieder da bin, wie gesagt, wird es ein Infovideo zu der Egglock geben und dann wird es noch ein größeres Video geben, und zwar zu einigen Sachen, die dann hier auf dem Kanal stattfinden werden. Ja.
Und ansonsten möchte ich eigentlich nicht wirklich noch länger, also dieses Video länger gestalten. Ich wünsche euch, wie gesagt, eine schöne Zeit ohne mich. Ich bin dann gegen den 24. plus minus wieder da. Twitter in der Beschreibung, schaut da auf jeden Fall vorbei. Und ansonsten, Leute, Dankeschön für dieses fantastische, ich sag mal, ja, wie gesagt, es ist einfach Sommer zum Sommer. Das wird jetzt einfach so, da mache ich jetzt immer so. Immer wenn ich in den Urlaub gehe, ziehe ich dann so ein Fazit und sage, dieses Let's Play ja ist. Keine Ahnung, ob das Sinn ergibt. Egal. Ich wünsche auf jeden Fall ein bisschen was, ne? Viel Spaß. Und freut euch darauf. Freut euch nicht zu sehr, dass ich weg bin, weil ich werde wiederkommen. Ne? I'll be back, hat der Terminator schon gesagt. Arnold Schwarzenegger. Und haut rein, Leute. Macht's gut. Drückt mir die Daumen. Und euer Ciao. Und ciao, euer Regie.